Sie haben Erfolg. Dennoch, skeptisch betrachtete man seinerzeit den Neuankömmling. Was würde werden nach der Pagelsdorf-Ära? Doch schon bald wurde sie lesbar. Die Handschrift von Evert Lienen. Die Fakten, variabel in der Abwehr, Hansa Rostock mit dem stärksten Zweikampfverhalten der Liga in der Defensive. Er hat jetzt die Mannschaft so gut formiert, geil. Würde ich sagen, geil. Evert Lienen suchte neue Spielerpersönlichkeiten. Er fand sie hinter den Spitzen mit Sergej Barbares. Skepsis wich Neugier und der Erfolg schaffte Vertrauen bei den Fans. Er weiß, was er will. Durch Fleiß und fachliche Kompetenz bringt er das. Hansas Offensivspiel ist vor allem Konterspiel. Kein Team in der Liga kann Rostock da das Wasser reichen. Und mit Olivier Neuville, den Lienen aus Teneriffa holte, sind sie noch besser geworden. Alle mit einbeziehen, den Dialog suchen. Das imponiert auch Co-Trainer Zachhuber. Wie er mit den Spielern spricht, wie er jeden mit einbezieht, von der Nummer 1 bis zur Nummer 33. Also das ist super, es wird keiner vergessen. Auch wenn einer mal einen schlechten Tag hat, dann geht das immer wieder weiter und wird mit Gesprächen aufgebaut. Evert Lienen, ein Glücksgriff für Rostock und für den Präsidenten. Das ist ein Typ, der sehr offen ist, sehr engagiert. Und ich sage, manchmal kommt da was Positives zueinander, und zwar zwei Gegenpole. So ein Stückchen rheinische Mentalität, Emotion und norddeutsche Gelassenheit von uns. Ich glaube, das ergänzt sich gut. Evert Lienen, Hansa Rostock. Eine Beziehung, die funktioniert. Wahrscheinlich auch dann, wenn die Zeiten mal nicht so rosig sind. Ist er nicht der, wie heißt er noch? Der Evert Lienen, der Umweltschützer. Bossa, aber mit 180 durch die verkehrsberuhigte Zone, ne? Das hat er eine gute gekriegt. Hier habe ich einen privaten Sponsorvertrag. Ach ja, die soziale Ado ist wohl auch total verkümmert, wa? Ich war kostenlos auf die Aussichtsterrasse. Spitze, super, du Angeber. Bei McDonald's demonstrativ vorbeifahren, ne, der Müsli-Man. Aber dann heimlich an den Strand schleichen und immer mitten rein mit den Dominosteinen, ne? Von wegen Vollwertkost. Stick um sich das glibberige, synthetische Zeugs in die Birne kloppen. Lach, ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Und dann das berühmte Zettelzimmer, ne? Von den Lienen. Von wegen akribisch ordentlich. Ja, letzten Mittwoch in Duisburg, ne? Falschen Zettel dabei. Ja. Was ist das denn, sagt er? Da müssen wir zu Hause mal nachgucken, ne? Ja, bei dem Chaos, das kannst du vergessen. Da findest du doch nichts mehr wieder. Rosi? Guck mal, wo ist der eine Zettel? Ich find das Ding nicht einmal. Hast du das weggelegt, oder? Ja, vielleicht ist der Zettel ja noch in Spanien, da bei Teneriffa oder so. Bueno, en este momento no están completos las noticias. Pero por qué? Por qué no? Oh, am Arsch. Der weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich verzettelt. Ja, das ist ja ein Ding, du. Was machen wir denn jetzt?